So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Feuerrot. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, also ich musste mir jetzt die Lösung nachschlagen, weil ich jetzt einfach die Felsen in den Räumen nicht sehe. Prinzipiell ist das Rätsel allerdings in dieser Höhle relativ einfach zu lösen. Man stelle sich jeden Raum wie eine Uhr vor. In jedem Raum gibt es eine bestimmte Anzahl an Felsen. Für jeden Felsen nimmt man quasi eine volle Stunde auf der Uhr und in diese Richtung muss man gehen. Also es sind immer entweder 3, 6, 9 oder 12 Felsen. Hat man 3 Felsen, geht man nach rechts. Bei 6 Felsen geht man nach unten. Bei 9 Felsen nach links und bei 12 Felsen nach oben. Wie eine Uhr. So. Ja. Ich fange dann hier mal an. Hier ist nämlich die erste. Hier wären jetzt 12 Felsen. Das heißt, es geht nach oben. Hier sind 6 Felsen. Das heißt, wir müssen direkt nach unten. Hier ist ein Trainer. In diesem Raum sind ebenfalls 6 Felsen. Man sieht es hier jetzt leider nicht. Das tut mir jetzt echt leid. Aber kann ich jetzt gerade leider nicht ändern. Dasselbe hatten wir ja schon im Pokémon-Turm von Lavandia. Natu. Wo ist das Xatu? Da ist das Xatu. Das Xatu ist auch schneller als wir. Aber ein Eisstrahl überlebt es auch nicht. Dafür ist Adrian jetzt Level 54. So. Moment, wie viel EP braucht der jetzt eigentlich noch? 5800. Ach, wisst ihr was, das ist mir jetzt eigentlich zu viel. Und Dragonir ist leider ein bisschen zu schwach, als dass ich ihn einfach so benutze. Machen wir das doch einfach mal so. Don Marcy erreicht Level 55. Hey, Don Marcy entwickelt sich. Und da haben wir unser eigenes Dragoran. Und da versucht der Flügelschlag zu lernen. Ja, da darfst du was vergessen für. Nämlich die Windhose, die braucht nämlich niemand. Jetzt muss der Shake, glaube ich, wieder nach vorne, oder? Ja. Dann stimmt wieder alles. So, in diesem Raum waren 6 Felsen, das heißt, hier geht's auch nach unten. So, jetzt müssen wir nach rechts, wenn ich mich nicht täusche, weil hier 3 Felsen sind. So, direkt danach geht's nach links, das heißt wieder zurück. Dann muss man nach unten. So, dann nochmal nach rechts. Und hier sind nochmal 12 Felsen, also geht's hier nach oben und dann sind wir am Ziel. Was hast du mit mir vor? Lady Kea.
mit einem Snobilikat. Ja, das machen wir doch am besten mit einem Donnerblitz. Durchbruch wäre ungefähr genauso gut gewesen, aber egal. Tja, der Verhöhner würde jetzt auch was bringen, wenn ich eine Attacke hätte, die du damit blockiert hättest. Na gut, dann kriegst du halt jetzt den Durchbruch. Ein weiteres Snobilikat. Schauen wir mal, ob wir hier den Durchbruch direkt wohl hätten können. Ja, schaffen wir sogar. Da haben wir Lady Kea besiegt. Ich bin so froh, dass du hier bist. Mir wurde beim Laufen schon langweilig. Darf ich dich bitten, mich nach Hause zu bringen? Danke, du darfst jetzt gehen. Oh, kenne ich dich von irgendwo? Aber das macht nichts, ich langweile mich so. Hör bitte meinen Wunsch. Ich möchte ein Pokémon sehen, ein bezauberndes Nidorino. Ich möchte es sofort und hier, bitte erfülle mir diesen Traum. Habe ich jetzt aber leider nicht. So, ich mache jetzt aber Folgendes, durch die Höhle gehe ich nämlich gleich nochmal durch, weil da gibt es noch ein kleines Item zu holen. Eigentlich gibt es sogar mehrere Items hier drin zu holen. Aber erstmal dorthin, wo Lady Kea war. Also nochmal so. Dann nach oben. Unten. Unten. Dann nach rechts. Dann nach links. Dann nach unten. Ups, das war jetzt falsch. Also nochmal rechts, oben, unten, unten, ups, schon wieder falsch, ich hasse es. Also nochmal oben, unten, unten, rechts, links, unten. Rechts und links. So, dann haben wir nämlich hier den Seidenschal. Ja. Mehr wollte ich hier auch eigentlich gar nicht rausholen. So, Seidenschal, wo ist er denn? Der verstärkt Normalattacken, wenn er getragen wird. Der Aerodactyl hat zumindest den Hyperstrahl, können wir ihm das schon mal geben. Damit er mit dem wenigstens richtig Schaden macht. So, wieso schwimme ich überhaupt noch? Ich kann eigentlich direkt zurückfliegen. Zurück zu Island 5. So, und unseren Mike lassen wir da jetzt zurück. So wird's gemacht. Der darf selber zurückschwimmen. So. Pokémon wieder geheilt. Die Island 5 Weide. Da rennen uns schon die ersten Rockets entgegen. Zutrill in diesem Gebiet untersagt. Raus, raus! Eine Herausforderung von Team Rocket Rüpel. Mit einem Radfratz. Los, Jake!
sehr effektiv und weg damit. Ein Slimer. Können wir drin bleiben. Du kriegst einen Dönerblitz. Und ein Slime-Mock kommt auch noch. Da will ich jetzt aber wechseln. Dagegen kann ich mit Jake jetzt nicht mehr so viel machen, weil Slimog eine verdammt gute Spezialverteidigung hat. Seine Verteidigung ist allerdings nicht ganz so doll. Und so ein Erdbeben haut das Viech schon immer aus den Latschen. Wenn es denn welche anhat. Was ich mir bei einem Slimog schwer vorstelle. Drin sind hier gegen ein Hopspross. Level 10. Ich freue mich. Und ein Taubsi. Level 44. Ja, das Level hier im hohen Gras ist sehr weit gefächert. Und da haben wir den ersten weiblichen Rocket Rüpel in diesem Spiel, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Hatten wir nämlich noch keinen. Du verschwendest Zeit, auch wenn du an mir vorbeikommst. Eine Herausforderung von Team Rocket Rüpel mit einem Rattan. Er bedroht mich. Dann möchte ich wechseln. Nach einem bedrohten Angriff und einer nicht effektiven Elektroattacke zusammen mit Duflors doch relativ guter Spezialverteidigung und auch einigermaßen guter Verteidigung, da will ich nicht wirklich drin bleiben. Und da kommt ein Duflor. Ob ich sie wechseln will? Nee. Schauen wir mal, ob der eigentlich auf den Flügelschlag reicht. Ja, tut er. Oh, das macht mich wütend. Shake vorne. Hier gibt es nichts weiter außer unserem Lager. Also, was hast du hier zu suchen? Team Rocket Rüpel mit einem Smogon. Shake macht hier einen Dönerblitz. Smogmog. Nö, will ich jetzt nicht. Das kriegen wir nämlich auch schön mit einem Dönerblitz weg. Wahrscheinlich nicht One-Hit, aber auf jeden Fall macht er viel Schaden. Schlampert. Wetten, er vergiftet mich. Aber er macht einen Volltreffer. Okay. Ich glaube, wenigstens eine gute Idee. Rot gibt gerade ein Passwort ein. Abok Cobra. Um die Tore zu öffnen, wird ein weiteres Passwort benötigt. Ja, das haben wir noch nicht. So. Ich glaube, ich gebe dem Jake besser mal einen Supertrank. Ich muss echt mal wieder ein paar Tränke kaufen. So, ich
bin der älteste der Vogelbrüder. Das Beste an Vögeln, das muss der Schnabel sein. Vogelfinger Donato. Er schickt mir ein Taubsi entgegen. Super effective. Und Level 55 für Jake. So, da drin. Dann machen wir doch weiter mit Gluracoli. Mit einem Flammenwurf gibt's heute Grillhähnchen. Oh, so scharf. So, dann darf Jake hier auch mal durchtauschen. Aber Don Marcy kommt da gerade nicht vorbei. Moment, ich möchte mal kurz schauen, wie viel Angriff der jetzt eigentlich hat. 196. Ja, das ist ordentlich. Wenn ich richtig gerechnet habe, hat er sowieso einen maximale Angriff EV, weil ich die ganze Zeit bei Mashox und Razaf trainiert habe, die haben alle nur Angriff EV gegeben. Auf der anderen Seite hatte ich auch bei ein paar Bisasau und Bisaknosp trainiert, das heißt, der hat auch genauso gut ein bisschen Spezialangriff und ein ganz kleines bisschen Spezialverteidigung. Aber ich weiß ziemlich sicher, dass bei ihm alle EV verteilt sind. Zumindest größtenteils. Also Angriff ist auf jeden Fall voll. Es fehlen ihm nur die DV und das richtige Wesen. Aber man kann ja nicht alles haben. Und für ein Playthrough sind 252 EV auf Angriff auch schon mal etwas, was man nicht wirklich immer hat. So. Da haben wir den zweiten von den dreien. Hier haben wir noch eine Citrubeere. Schade, dass die hier noch nicht so gut sind wie in den späteren Generationen. Hier füllen die einfach nur 30 KP auf. Später machen die 25% der KP. Ich bin der jüngste der Vögelbrüder. Das Beste an Vögeln, das muss das Gefieder sein. Vogelfinger Harald mit einem Huthut. Ach, da machen wir doch mal einen Flügelschlag, weil Huthut hat eine ziemlich gute Spätzdef. Flammenwurf hätte zwar hierfür auch gereicht, aber wir wollen auch mal ein paar Attackenpunkte sparen. Bei einem Noctu. Ja, machen wir auch mal einen Flügelschlag. Ich glaube, dass beides hier nicht ausreicht. Okay, jetzt kommt er mit dem Reflektor. Dann mache ich doch einen Durchbruch. Dann ist der Reflektor nämlich weg. Und Gluracoli erreicht Level 55. Die Federn sind so weich, ich könnte schlafen. So. Wird noch ein kleines bisschen dauern, bis wir Don Marcy das erste Mal im Einsatz sehen. Also so richtig als Dragoran. Als Dragonier haben wir ihn ja schon gesehen. So. Putz, putz. Hallo, deine Pokémon sehen gesund aus. Hier habe ich meinen Onix begraben. Es hieß Tectonix. Hättest du es nicht ein kleines bisschen besser begraben können? Ein Metallmantel.
Okay. Könnten wir, wenn wir denn wollten, ein Onix zu einem Stalos entwickeln oder ein Sichlor zu einem Sherox, wenn wir denn tauschen könnten? So. Ich glaube aber, wir sind hier jetzt erstmal fertig. Als nächstes wird es ja eigentlich zu Island 6 gehen. Allerdings ziehe ich mal Island 7 der Island 6 vor. Denn auf Island 6, dort geht es nämlich eigentlich weiter, aber ich möchte erstmal Island 7 machen. Ich finde es ja eh sowieso so schön, dass sie hier die ganze Musik aus den Johto-Regionen hier schön verbaut haben. So, aber ich gehe jetzt hier erstmal ins Pokémon Center und dann beende ich diese Folge auch schon wieder. So. Das nächste Mal machen wir hier mit Island 7 weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!